Servus beieinander wieder, ich bin's, Elisabeth Kämpfle und ich backe euch heute mit die Femina-Produkte in meiner Küche in Pfaffenhofen eine Pflaumen-Sahnetorte. Grund, den mache jetzt eigentlich ich, für mich habe ich beschlossen, weil ich total auf eine bestimmte Pflaumenmarmelade stehe. Und jetzt schaut mal, wie ich das mache und vielleicht taugt es euch auch. Und es ist ja auch vorweihnachtliche Torten und darum passt es ganz gut in die Jahreszeit. Legen wir los. So, oder? Dass ihr euch seht. Dann habe ich schon, muss ich jetzt sagen, mein Biskuit backen. So schaut der aus. Also ich backe mein Biskuit, der ist da in der Form drin und dann tue ich sofort nach dem Backen, tue ich dann ein Geschirrtuch drüber und so Aluplatten. Wenn ihr jetzt hier keine Aluplatten habt, dann nehmt ihr halt, ich weiß nicht, ein Backblech, irgendwas, was halt gerade ist und abschließt. Weil dann bleibt die Feuchtigkeit nämlich im Teig drin und kann nicht raus. Aber die Tropfen können durch das Geschirrtuch nicht von der Aluplatte wieder zurück auf die Teigoberfläche, sage ich jetzt mal so. Ich habe es jetzt schon abgewischt, weil normalerweise war jetzt da alles ganz feucht. Dann nehme ich das einfach runter. Und wenn es jetzt, mir ist jetzt so gegangen, da steht im Rezept Umluft, dann habe ich gedacht, okay, mach es genau wie es im Rezept steht. Aber ich werde nächstes Mal doch wieder Ober-Unterhitze machen, weil mir ist dann im Ofen schon zum Schluss so zusammengesagt, obwohl er fertig ist. Ist jetzt ein Biskuitboden mit Haselnuss drin. Jetzt schauen wir mal, wie er innen drin ausschaut. Ein bisschen zu dunkel ist noch auch, aber das sieht nachher im Kuchen keiner mehr. Wenn ich jetzt den auslösen will, dann ich jetzt ganz offiziell immer, also wie man es halt ordentlich macht, zwischen Rost und Folie. Runter, dann habe ich den Rost schon mal weg, dann nehme ich mein Karussell wieder her, damit das alles ein bisschen her ist und ihr das angenehmer seht. Dann habe ich ihn da praktisch jetzt auf der Aluplatte drauf. Dann werde ich die Folie hochnehmen und unten durchziehen, aber beim Biskuit könnt ihr es einfach so machen. Ihr stellt den auf und zieht die Folie runter und fertig. Die Kuchenböden halten schon ein bisschen was aus, da braucht es jetzt nicht so aufpassen. Das bisschen bleibt auf der Folie drauf, dann nehme ich dann wieder meine Teigkarten oder auch meine Garnierspachtel und mache es sauber. Wisch nicht mal feucht ab, hänge es zum Lüften kurz über Stuhllehne und dann klappt es nur so zusammen. Also nicht knicken und so, einfach so zusammenfalten, so locker leicht und dann in den Schubladen rein, wo es halt wegräumen könnt. Da haben wir jetzt den Kuchen schon da drauf. Jetzt erkennt ihr ja, weil die Formen kratzfest sind, mit unserem Messer, das ist das Spitzbogenmesser, das ist eine Klinge mit 10 cm, damit ihr wirklich bei den hohen Formen ein bisschen runterkommt, setzt ihr einmal an und bleibt unten. Und immer wie hier in den Bogen von der Rand reinschneiden. Also richtig, nein, nicht in den Kuchenboden, sondern ich tue halt jede Blüte einzeln und nicht immer so rauf und runter sageln, weil dann macht es den schönen Rand kaputt. In einen Schwung die Form durchziehen. Das ist jetzt unser Margariten. Das ist eine 28er Rezeptform und hat halt 12 Bögen. Das heißt, ich habe 12 schöne Stickerl dann gleich. Ich brauche es gar nicht mehr extra einteilen, das sieht man dann gleich, wo die Stickerl sind. Und ich mache es jetzt immer so, wenn da ein bisschen was drüber bleibt, jetzt das da seht, ich tue es einmal ins Spülwasser rein, tue es einmal mit dem Bürstel, wenn es ein bisschen eingewacht ist, sauber machen und dann in die Spülmaschine. Ihr dürft die so in die Spülmaschine rein tun, die kommt wieder so raus. Also, es ist Edelstahl, ist 1A und die habe ich wahrscheinlich auch schon seit 25 Jahren und man sieht es da wirklich nicht an. Da blattelt nichts ab wie bei den Emailformen, ihr müsst euch nicht andauernd ärgern. Nimmt im Kühlschrank keinen Geschmack an, wenn es da mal drinnen steht. Perfekt. So, gehen wir gleich weg. Dann, wenn jetzt der so, es wird in laut Rezept heißt, zweimal durchschneiden. Jetzt machen wir das einfacher. Ich drehe die ganze Schosen um, weil da habe ich jetzt da unten einen schönen Boden, also schöne glatte Fläche. Dann nehme ich mein Torten- und Garniermesser. Ganz gut ist, wenn der Boden schon ja, ein paar Stunden ruht. Ich habe jetzt gestern Abend gemacht und jetzt ist Vormittag heute. Und dann schneide ich mit der glatten Fläche, also nicht mit dem Wellenschliff, mit der glatten Fläche schneide ich jetzt überall ein bisschen ein.
Immer bloß ein paar Zentimeter die Hand oben drauf liegen lassen. So, immer weiter rum und immer ein bisschen weiter rein. Ihr braucht dann nichts, kein anderes Werkzeug mehr. Und dann hält sie ratzfatz drin. Und dann haben wir schon einen Bohnen. Den legen wir immer auf so Aluplatten drauf. Und beim zweiten machen wir es jetzt genauso. Das geht doch relativ schön. Der Tag ist wunderbar geworden, muss ich sagen. Schön saftig. Es sind Haselnuss drin, aber ansonsten, also 6 Eierbiskuit. Wenn es heißt Blitzbiskuit, ist immer so gemeint, die Eiweiß trennen, Eiweiß mit Zucker steif schlagen, die Eigelb kurz drunter rühren und alle anderen festen Zutaten, ich sage jetzt mal wie Mehl, was halt dazugekommen hat, drüber sieben und unterheben. Das ist bei Blitzbiskuit. So, dann haben wir auch noch einen Schienerbohnen. Wie gesagt, ihr seht es, da bricht nichts. Ist doch relativ gut gegangen. Ich lasse jetzt den Deckel gleich unten und richte mal nebenbei die Füllung her. In die Füllung kommen jetzt neue 8 Blatt Gelatine. Die wache ich im kalten Wasser ein. Pflaumenmus kommt neue Puderzucker. Saft und Schale einer Orangen. Also die ist schon eine Bio-Orangen, aber trotzdem wasche ich es nochmal richtig heiß ab. Da dann den Schale abreiben. Dann auspressen, dann kommt der Zimt, eine Nelken und eine geschlagene Sahne, das richte ich alles her. Und dann zeige ich euch, wie einfach das geht, so eine Torte einzusetzen. Jetzt habe ich die Torten über Nacht gekühlt. Heute früh habe ich dann diesen Glühweinspiegel gemacht. Der ist auch nicht schlimm. Im Endeffekt habe ich einen Glühwein, das waren 250 ml, warm werden lassen. Auf 200 ml reduziert, das dauert ein bisschen. Dann ist ein Orangenschalenaroma reingekommen, brauner Zucker. Separat habe ich dann 3 Blattl Gelatine eingewacht im kalten Wasser und wie die schon wach waren, habe ich sie in dem warmen Glühwein aufgelöst. Und dann wartet es noch ein bisschen, bevor es drüber geht, also dass es nicht total heiß drüber kommt. Und der stockt dann gleich. So war jetzt ganz normal kurz im Kühlschrank. Die Torten ist jetzt zuerst auf unsere blauen Davenport-Platten. Die ist genauso groß wie die Karussellplatten. Ihr könnt praktischerweise auch die Torten gleich aufs Karussell da, weil es genauso Glasplatten ist. Dann nehme ich wieder unser Spitzbubmesser. Ich muss nur lachen, weil jemand in Schwaben lacht jetzt auch mit, weil die ziehen mich mal auf mit meinem Spitzbubmesser. Das ist nämlich spitzig und ist, die Klinge ist 10 cm lang. Das heißt, ich komme in jede Form bis runter und kann schön auslösen. Und auslösen tue ich den Kocher, runterfahren und richtig schön in den Bogen reinschneiden. Egal, das gleiche im Endeffekt, ob ich jetzt einen Boden auslöse oder die Torten. So viel Kraft brauche ich jetzt auch nicht, weil es ist ja nicht mehr fest hinbauen. Ich schaue jetzt bloß, dass keine Creme, dass ich die Creme nicht mit hochziehe. Und nicht so rauf und runter säbeln, sondern einmal rum. So. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Margaritenform. Da habe ich 12 so Blüten. Das heißt, ich habe dann 12 Stickerl gleich. Das gleiche gibt es als Lotusblume, die hat dann 8 Blüten, das sind halt dann nachher aus anderen Blüten 2 Stücke. Ihr schaut es einfach unter femina.de, also wir haben ganz viele Blütenformen, Sternformen, alles mögliche. Und dann nehme ich die einfach an 2 Punkte und ziehe es vorsichtig hoch und das war's schon. Das brauche ich jetzt gar nicht einbauen, weil ja kein fester Tag hier ist, das tue ich gleich in die Spülmaschine. Wie gesagt, einfach ein bisschen so reinbauen, wie es gerade Platz hat. Bei mir hat viel Platz, schimpft mein Mo immer in der Spülmaschine. Gut. Den Rand verziehe ich jetzt gar nicht großartig, habe ich beschlossen. Ich mache mir jetzt eine Sahne. Wenn ich Sahne schlage, nehme ich immer Sahne mit 32% her. Die ist einfach standfester vom Schlagen her, egal welcher Hersteller, das ist mir wurscht. Aber 32% wenn ihr habt, dann halt schafft es sich an Seiten. Dann habe ich da meinen Spritzbeutel, den erkläre ich auch nochmal. Der kommt ja so nahe zu euch. Das glaube ich, muss ich schnell messen. 30, nein, das ist 40 cm lang, also ihr seht, es geht schon einiges rein. Dann ist der noch relativ starrig, also hart. Ich empfehle immer einfach im Spülbecken ein lauwarmes Wasser reinmachen
die wir eh waren, und dann trocknen lassen. Ihr könnt es über unser Wellholz praktischerweise drüber stellen. Einfach wieder trocknen lassen. Und dann vorne erst einmal nur einen Zentimeter abschneiden. Weil ich weiß nicht, welche Tüllen ihr habt, nicht dass die dann durchrutschen. Ihr seht hier zum Beispiel, hinten ist der neue und hier ist mein gebrauchter. Das sind so 2-3 cm. Aber nachschneiden könnt ihr immer. Aber zusätzlich wieder hinkleben könnt ihr halt nicht. Und dann probiert es einfach aus, dass die Tüllen nicht durchrutschen. Weil wenn er schon mal gewaschen ist, dann ist er richtig schön geschmeidig. Ich nehme dann eine von unseren Edelstahltüllen. Die mag ich auch sehr gern, weil Edelstahltüllen einfach einen sauber zackigen Rand machen. Und die schiebe ich mir so durch. Die muss jetzt gar nicht ganz, sagen wir, nur weiter rausstehen. Das reicht mir ja. So lasse ich es drin, dann fülle ich meine Sahne ein und dann kann ich schon loslegen. Die Tüllen bei uns gibt es alle einzeln. Ihr könnt sie aber auch im super Garnierset haben. Da ist der Spritzbeutel dabei und die gängigsten Tüllen sind dabei. Also hier nicht alle, aber ich sage mal Sterntüllen, Lochtüllen und wie gesagt, jede könnt ihr dann einzeln auch noch kaufen. Und der Spritzbeutel heißt auch im Programm Spritzbeutel. Gut, ich schlage einmal Sahne, verziehe es und dann zeige ich euch, was rausgekommen ist. Sodala. Also ich muss mich entschuldigen, ich sage tausendmal Sodala, aber das ist mein Ding. Jetzt habe ich es fertig gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben, muss ich sagen. So schaut es aus. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Pflaume hat sogar gereicht, muss ich sagen. Da war ich knausrig, obwohl ich noch ein paar hätte. Ich habe dann, wie gesagt, erst die Sahne drauf gemacht. Hier sieht man meinen Spritzbeutel. Lasse ich einfach so zusammen, den Rest tue ich noch raus und dann wasche ich einfach im Spülbecken wieder aus. Genau. Und dann schneiden wir es unser gutes Stück wieder um. Zum Boden durchschneiden habe ich das Torten- und Garniermesser. Und zum Kuchenstücke schneiden nehme ich die First Lady her. Die kann man auch gravieren jetzt auf Weihnachten. Das ist immer ein sehr schönes Geschenk. Kostet auch nicht mehr, wenn es jetzt irgendwo zum anderen Gravur, wie soll ich sagen, Laden geht. Könnt ihr einen Namen draufschreiben, eine Firma draufschreiben, wie ihr das haben wollt. Dann ist immer das gleiche Spiel. Ich brauche meinen Tortenblitz XL. Gibt es als Zweierstück, also als Paar oder auch als Einzelstück. Ist für Links- und Rechtshänder, egal wer es nimmt. Und auch immer das gleiche. Das erste Stück tue ich ganz normal rausschneiden. Weil da kann ein Tortenblitzer noch nicht reinschieben. Und da seht ihr bei der Margariten, habe ich genau eine Ausbuchtung und ein Stickerl. Halt auf das Kind auf das Teller. Und dann nehme ich meinen Tortenblitz in die linke Hand, schiebe ihn unten rein. Den kann ich auch nachher, wenn ich jetzt alle Stücke geschnitten habe oder nichts mehr braucht, drinnen lassen, weil dann gerade bei Sahnekuchen wird der Anfang dann nicht so gelblich. Also stürzt kein Stück um, wenn ihr jetzt einmal einen Kastenkuchen habt, könnt ihr es genauso drunter stellen. Und bei den ganzen Torten, da wird der Anfang einfach geschützt, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist Edelstahl, das ist ja lebensmittelneutral, wie sagt man. Und schon das Ganze. Und jetzt auch wieder reinschneiden. Und so habe ich jetzt auch meinen Tortenblitz drauf. Brauche niemanden mehr, der wo hinlangt. Und dann gehe ich zu meinem Teller, das wo ich halt hergekriegt habe. Stelle das drauf. Fahre mit dem Messer zwischen Tortenblitz und Stickerl rein. Schiebe es runter und fertig. Also ich habe da einen Kammer, der wo Stickerl hinlangt und seinen Finger abschlägt und das nächste wieder. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen was von der Creme probiert, das schmeckt mega. Und der Kuchen ist jetzt über Nacht auch noch durchgezogen. Ich empfehle euch, macht ihn noch. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Dann ganz zum Schluss, jetzt zeige ich euch noch das, wie er innen drin ausschaut, genau. Weil mit ein paar Fragen habe ich, genau. Ist gestern mit der Post der Backzauber gekommen. Backzauber sind diese Hefte von Femina. Da kommt praktisch jetzt 4 oder 5 Jahre, müsst ihr es nachlesen, im Jahr Hefte. Plus Rezeptkarten, wo auf der Rückseite die Zutaten drauf sind und alles Schritt für Schritt erklärt ist. Und jetzt
kriegt ihr, wenn ihr in diesem VSC-Club dabei seid, auch noch diesen Wandkalender mit dazu. Der hat auch schöne Rezepte. Und ich bin ganz stolz, ich bin auch mit einem Rezept verewigt da drin. Das ist meins. Den könnt ihr auch von mir erwerben. Ich stelle das in den E-Mail-Verteiler. Der kostet 4,90 Euro plus halt Versand. Bei der Bestellung liegen halt dann halt ohne Versandkosten dazu. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, ein Maxi-Brief kostet 1,55 Euro. Aber den könnt ihr bei mir genauso einzeln bestellen. Schreibe aber einen extra E-Mail-Verteiler oder in Facebook mit rein. Das so kurz nebenbei. Und wenn ihr VSC-Mitglied seid, dann kriegt ihr es ja sowieso. Gut, das war's. Habt ihr Freude beim Nachbar. Und wenn ihr das die Gäste serviert oder eigentlich nur eurer Familie, ihr werdet Lob ernten und selber schmeckt euch auch. Pfiat euch, eure Elisabeth.